Hallo und herzlich willkommen zur 79. Folge von Forza Horizon 4 und heute ist auch eine sehr besondere Folge, denn wir fahren heute quasi eigentlich mein Lieblingsmodell. Es ist nämlich der Porsche 911, sollte so gut wie jedem ein Begriff sein. Doch dieses ist ein besonderer Porsche, er sieht vielleicht nicht auf den ersten Blick besonders aus. Man denkt sich, ja, Form und sowas aussehen, das kommt mir ziemlich bekannt vor. Ja, es kann einem ziemlich bekannt vorkommen, aber es ist der ganz, ganz neue Porsche 911 Carrera S der Generation 992, die erst im November vorgestellt wurde von Porsche. Ich glaube, das war das in Amerika? Wie in LA oder so? Wie in Amerika war das. Wurde Ende November vorgestellt, die achte Generation des Porsche 911. Das ist wohl, ja, dem Sportwagen schlechthin eigentlich. Wenn Sportwagen, dann ist es ein 911er. Die 8. Generation und hoffentlich auch neue Perfektion. Und zur Beruhigung, es ist immer noch im Herzen ein Porsche. Natürlich immer noch der 6-Zylinder Boxermotor, haben wir immer noch im Heck, so wie es sich gehört. Diesmal als Carrera S mit 450 PS und 530 Newtonmeter Drehmoment. Und den Motor, den kennen wir auch so mehr oder weniger, denn es ist eigentlich der Motor aus dem 991 der letzten Generation. Das ist der 991.2, nur nochmal überarbeitet. Also hier der 3 Liter große 6-Zylinder Boxermotor Turbo aufgeladen. Sauber gibt es bis jetzt noch nicht. Aber vielleicht mit dem GT3 kommt noch wieder ein Sauger, wer weiß. Würde ich cool finden. Was dabei wieder kommen soll, ist die Handschaltung, denn dieser Wagen hat ein Automatikgetriebe. Nämlich erstmals auch im 911 ein 8-Gang PEDK-Getriebe, also Porsche Doppelkupplung. Der Vorgänger hatte ein 7-Gang PEDK, jetzt haben wir 8 Fahrstufen, was ich jetzt generell nicht schlecht finde. Und Carrera S heißt Heckantrieb. Es gibt auch den 4S, der hätte Allrad, aber es geht natürlich auch so. Ja, dieser Wagen geht mit Sport-Chrono-Paket in sagenhaften 3,5 Sekunden auf 100. Ne, 450 PS Heckantrieb. 3,5 Sekunden auf 100. Und 12,4 auf 200 mit Sport-Chrono-Paket. Höchstgeschwindigkeit hier als Coupé mit 308 km/h. Verbrauch um die 9 Liter auf 100 Kilometer. Ich meine, was will man bitte mehr? Richtig, fahren. Denn diesen Wagen werde ich erst einmal so fahren, ungetuned, so wie er quasi jetzt aus dem Laden kommt. Und das ist das gute Stück hier. Natürlich, die Form kommt dann bekannt vor. So ähnlich. Er sieht im Groben, wenn man es ganz grob sieht, ähnlich so aus wie der alte. Das ist aber halt auch die Philosophie eines 911er. Der sieht natürlich ähnlich aus wie der alte. Sie machen es halt nur, sie wollen diese Wagen weiter verbessern. Im Grunde bleibt er genau gleich. Aber es wird halt immer noch ein bisschen verbessert. Der Wagen ist jetzt auch wieder breiter geworden, ist länger geworden, was höher, auch etwas schwerer. Der wiegt 1515 Kilo laut DIN-Norm. Was eigentlich in Ordnung ist, klar, der Wagen wurde schwerer als der Vorgänger, aber wurde auch schneller. Und schwer muss nicht unbedingt langsam heißen oder irgendwie fühlt sich behäbig an. Porsche 918 wiegt auch über 1,6 Tonnen, aber naja, wisst ihr selber. So, dann rollen wir mal los. Dem Nageln ein Stück. Kostet noch auf dem Geld, ich glaube so um die 120.000. Da beginnt der Carrera S. Und ich denke mal, wir begeben uns einfach mal in Richtung Autobahn. Noch mal so gucken, beschleunigungsmäßig, was geht da? 308 soll er schaffen. Wahrscheinlich schafft er hier in Forza eher so 320. Nächste Gelegenheit wenden. Ich muss ihn auch auf jeden Fall wenden. Bin echt gespannt. Ist ja auch bei einem 911 ein durchgehendes Leuchtband hinten. Finde ich eigentlich ehrlich gesagt ziemlich geil. Dann, ich bremse mal. Ah, dritte Bremsleuchte. Ne? Ist jetzt hier oben eingelassen. So, dann die 11 erinnern, ne? Porsche 911. Vierflutige Auspuffanlage. Da sieht man auch gerade ausfahrbare Heckspoiler. In 100 Metern rechts. Neue Lichter. Der Raum ist auch, das ist auch vieles neu geworden. Was man jetzt hier sieht, wir haben immer noch diese, hier sind mal 5 Rundinstrumente. Davon ist aber jetzt in dieser Generation nur noch eins analog, nämlich der Drehzahlmesser.
Und der Land 4 kann man sich relativ frei konfigurieren, was man halt sehen möchte. Hohoho, Alter, was ein Teil, Junge. Ich meine, wer mich genauer kennt, weiß, dass ich ein riesen Porsche-Fan bin. Deswegen bin ich echt gespannt, was halt der neue Elva kann. Also Generation 901 war schon extrem fett. Jetzt halt neue Generation. Und ich hoffe halt auch, dass es immer noch in wenigstens einem Modell im GT3 den Sauger gibt. Das wäre richtig fett. Aber das für den zu sehen bekommen, wird es wohl noch ein wenig dauern. Erstmal haben wir jetzt nur den Carrera S, aber der ist auch schon, also von den Leistungsdaten, ist das schon sehr beeindruckend. Der Heckantrieb 3,5 Sekunden auf 100, 450 PS. Boah. Ist ganz schön. Topspeed 308. Welches Auto fährt bitte serienmäßig 308 km/h mit der Leistung? Also angegeben. Ich glaube wohl kaum eins. Und von Porsche, also ich habe auch viel gehört, ich bin natürlich noch nie eingefahren. Aber ich höre, dass auch die Leistungsdaten oder die Beschleunigungs- und Geschwindigkeitswerte, die Porsche angibt, die entsprechen auch meistens der Realität. Wer Porsche sagt, er braucht 3,5 Sekunden auf 100, dann schafft er das auch. Wer Porsche sagt, er läuft 308 Klamotten, das kann er auch. Da ist Porsche relativ zuverlässig, was die Angaben betrifft. War es bisher öfters so. Und wollen wir mal Gas geben? Ich würde sagen schon, ne? Aber wir machen das natürlich aus dem Stand. So. Ich guck mal ganz kurz in die Tuning-Einstellungen. Was denn so... Wie gut der Wagen in Forza ist. Also 0 auf 60 Meilen 3,4 Sekunden. 0 auf 100 Meilen 7,8. Höchstgeschwindigkeit 327 km/h mit 450 Pferdchen. Eieieiei. Felgen müssen noch geändert werden. Gibt es auch andere Felgen? Aber ziemlich große Felgen. Gibt es auch jetzt hinten mit 21 Zöllern und vorne 20 Zöller. Kann man machen. Wir wollen Gas geben. Keine Ahnung, wie man den Wagen beschleunigen soll. Aber Porsches haben meistens am Start ziemlich wenig Wheelspin. Also die kann man ruhig... Ach du meine Güte. Der rennt aber. Ja, da. Man sieht. Der Geisterfahrer. Der rennt aber. Boah, lange Übersetzung. Meine Güte. Deswegen auch vielleicht der Verbrauch. Ich meine, wir haben 8 Gänge. Ich bin jetzt hier oben rum. Ich kann auch gerade bergauf. Für die Leistung? Geht der sau gut. Leichtband. Das sieht irgendwie schon geil aus, ne? Muss ich ja mal sagen. Der sieht auch breit aus. Der ist, glaube ich, 4 cm alter, breiter als der Serien 911x91. Müssen, glaube ich, damals so breit sein wie ein 911 Turbo. Das ist schon richtig fett. Jetzt mal in den Innenraum. Vor allem so gehe ich jetzt mal. Und der geht ab. Der hört sich natürlich ähnlich wie ein 911 Turbo an. Natürlich auch, wenn viele sagen, hier Porsche ist hier mit Turbomotor, dann geht auch der Klang verloren. Klar, der Sound geht irgendwie verloren, ein bisschen verloren, aber ich finde... Wenn man jetzt sich einen normalen V6 oder R6 anhört und einen Boxermotor von Porsche, das hört sich doch schon deutlich unterschiedlich an. Man hört den Boxer trotzdem noch immer sehr gut raus, vor allem in echt. Das kann man im Spiel natürlich nicht so gut feststellen, aber in echt, man hört immer noch da den Boxermotor definitiv raus. Und ja, Saugmotoren, natürlich wäre es geiler, hier einen Sauger drin zu haben, aber es ist halt so. Aber vielleicht hat der GT3 ja immer noch einen Sauger. Wenn der irgendwann kommen wird. Ich bin auch gespannt, wie der GT3 performen wird. Ich meine, der letzte GT3, also aus der Generation 991.2, der war ja schon verdammt schnell. Ob man da noch was drauflegen kann? Boah. Das ist eine gute Frage, aber erstmal... Ja, S1 840 sind wir. Für 450 PS in einem Sportwagen. Das heißt schon was.
Wir sind in der Klasse. Ich guck mal. Oh, Modern Sports Cars. Okay. Was haben wir da noch so in der Klasse? Ah! Die ganzen Autos. Ich denke, da wird der Porsche auf jeden Fall, der Carrera S, so ziemlich das schnellste sein. Die Exige und sowas, das ist auch alles geile, geile Karren. Aber ein 911er, das ist einfach... Einige mögen es langweilig finden, sieht immer gleich aus, immer das gleiche. Aber das ist halt das Konzept dieses Wagen. Das ist halt nicht immer was komplett Neues. So, Antrieb könnten wir jetzt quasi einen Carrera 4S machen, aber... Und gerade, dann würde ich gerade beim Beschleunigen gesehen, wir brauchen kein Allrad. Der hat ja sogar im ersten Gang Grip. Ich hab nur dem nicht beschleunigt. Sonst, ich hatte da keine Probleme zu beschleunigen. Der Wagen wird auch sogar gar nicht mal so viel schwerer dadurch. Also verhältnismäßig wenig. Aber ein 4S brauchen wir nicht. Und wir könnten den Motor wechseln. Das ist natürlich geil. Jetzt könnten wir hier auch den Motor aus dem GT3 RS einbauen. Das müsste der aus der Generation 991.1 sein. Also der Motor mit 500 PS. Dann geht ein 3,8 Liter Twin Turbo Motor rein. Nicht aus dem GT2 RS mit 700 Pferdchen. Und noch der 4,6 Liter V8 Hybrid Motor aus dem Porsche 918 Spyder. Also die Motorenauswahl ist natürlich genial. Man könnte sich auch wieder einen Sauger daraus bauen. Oder hier einen zweiten Sauger, sogar mit Hybrid. Natürlich so eine Art GT2. Boah, der hat 8,9 Geschwindigkeit. 9,5. Ey, was ist denn hier los? Da würden wir 415 km fahren. Easy. Natürlich, der Vorteil dieses Wagens ist auch der CW-Wert. Der ist ja bei den GT-Modellen GT3 und GT2 ja etwas höher angelegt. Halt auch für natürlich für die Rundenzeiten. Aber der Wagen hat einen CW-Wert von 0,29. Ist nicht übertrieben gut. Aber halt sowas, ein GT3, der hat halt glaube ich 0,35 oder 0,37. Das ist schon deutlich höher. Deswegen schafft er hier auch 308 km/h. Das ist verdammt viel. So, es geht ein Forza-Spoiler. Braucht man nicht. Und das ist wahrscheinlich... Ja, Grütze. Der sieht aber schon echt breit aus von hinten. Meine Güte. Oh, jetzt geht die Spur breiter. Oh, das muss ich mir aber auch noch aufheben. Felgen gehen nicht größer, okay. Aber wir könnten bessere Bremsen einbauen. Ich weiß gar nicht, hat er schon serienmäßig die Keramikbremsen? Die Bremsscheine sehen jetzt aber irgendwie ein bisschen süß aus, ne? Wenn ich die Rennbremsen reinbaue. Lasse ich, glaube ich, sogar so. Das ist, glaube ich, sogar keine Carbon-Keramikbremsen, weil ich meine, bei Porsche sind die gelb. Aber, tiefer. Wie ihr mich kennt, finde ich tiefer in den meisten Fällen besser. Schöne Stabis natürlich. Das sehe ich immer gerne. Und gewichtstechnisch machen wir nur die erste Stufe, reicht völlig aus. Mein serienmäßig 840, das ist verdammt gut. Als LI. Für ein Auto mit dieser Leistung. Das ist ja nicht nur ein Coupé. Das ist jetzt auch kein irgendwie Leichtgewicht oder wie so ein Open Wheeler. So. Wir haben serienmäßig Sportreifen an Bord. Es gehen hier noch Rennreifen drauf. Sogar vielleicht machen. Erstmal würde ich mich der Spur widmen. Wie man sieht, da kann man auf jeden Fall die dritte Stufe machen. Und hinten denke ich mal auch. Wo es schon spurtechnisch gut aussieht. So, Felgen gehen nicht größer. Reifen, ja, 305er ist jetzt ordentlich. Wir gehen genau auf 315er. Und vorne haben wir definitiv Fahrradreifen. Dann nehme ich mal 255er. Aber diese Art von Felgen finde ich, muss ich sagen, nicht so gut. Es gibt auch für den Wagen andere Felgen serienmäßig zur Auswahl. Aber... Auch andere geile Felgen. Aber diese gefallen mir irgendwie nicht so gut. Weil diese Seitenlinie... Oh, das ist einfach herrlich. Auch schön, dass wir den Wagen jetzt schon im Spiel haben. Es gab ja, glaube ich,
zum Wochenende hin so ein Teaserbild von Forza Motorsport Monthly. Und da war ja der Wagen quasi auf dem Vorstellung oder auf dem Vorschaubild. Hat natürlich Gerüchte aufkommen lassen, dass der Wagen irgendwie in Forza reinkommt. Ich dachte mir auch, dass er neues Vierer kommt, aber ich dachte mir nicht, dass er so früh reinkommt. Ich dachte, ja, kommt so ein paar Wochen, Monaten, aber da haben sie so ein Ding gesagt, so, ja, da kommt am Carpass, da kommt zu diesem Sommer. Also so in 3 Tagen. Ich dachte mir so, bitte was? Da war ich komplett geschockt, dass er schon so zeitnah ins Spiel kommt. Fand ich natürlich extrem geil. Mich riesig gefreut. Die Felgen sind auch nicht schlecht, die von König. Dass wir den Wagen jetzt auch schon so früh im Spiel fahren können, ist natürlich absolut genial. Ich habe mir generell mal ein Carrera-Modell gewünscht im Spiel. Also mal ein... Ich will jetzt nicht sagen Basismodell, aber schon halt so ein normales Modell. Jetzt nicht unbedingt nur GT3, GT2 und Turbo sind ja schon die krassen Modelle. Aber auch mal einen etwas normaleren Porsche. Ein Carrera halt. Sei es ein Carrera S, ein Carrera 4, ein Carrera GTS, ein, vielleicht auch ein Cabrio. Halt ein Carrera-Modell. Kein GT, kein Turbo, was relativ normal ist. Jetzt haben wir sowas. Und dann noch gleich die neueste Generation. Also, was will ich denn mehr? Ja, der sieht, glaube ich, auch nicht schlecht aus. Felgen natürlich wie immer bei mir ein schwieriges Thema. Da bin ich wahrscheinlich schlimmer als einige Frauen, wenn es um Klamotten geht. Das sind auf jeden Fall sehr große Felgen. Ich glaube, serienmäßig vorne 19, hinten 20 Zöller. Man kann aber auch vorne 20 und hinten 21 Zöller haben. Warum auch nicht? So. Also Tiefbett möchte ich hier eigentlich nicht haben. Stelle ich mir nicht besonders schön vor. Man muss sich auch erstmal so ein bisschen an den neuen Porsche gewöhnen. Vor allem auch von hinten mit diesem Leuchtband, das sieht geil aus, finde ich. Und auch mit der Auspuffanlage, das sieht cool aus. Man muss sich aber erstmal umgewöhnen. Man ist ja doch ein anderes Bild gewöhnt. Weil der 991 war ja doch schon etwas länger präsent. Ich glaube, der wurde seit 2011 gebaut. Es sind jetzt ja auch nur 8 Jahre. Also nur. Aber ist halt trotzdem was, ne? Man hat sich daran gewöhnt. 991 ist eine sehr geile Baureihe gewesen. Also wirklich. Bugatti-Felgen sind leider ziemlich schwer. Ah, Momo Rush. Na, irgendwie mag ich die Felgen. Mach mal die rauf. Ich würde mir sogar wünschen, wenn die noch einen Ticken größer gehen würden. Rennreifen. Ich lasse es einfach mal. Vielleicht noch eine Schwungscheibe für ein kleines bisschen weniger Gewicht. Ach, nö. Ich bin mal bei den Farben gespannt, ob es da eine große Auswahl gibt. Weiß, natürlich coole, cleane Farbe. Man kann sich ruhig mal ein bisschen was trauen mit dem Ding. Ach du meine Güte. Okay, wir haben einiges zur Auswahl. Fangen wir an mit einem Weiß, was ja auf dem Bild ganz unten, aber eher wie ein Grau aussieht. Dann natürlich Schwarz. Butter. Na? Der so Anthrazit irgendwie sowas? Ich weiß nicht. Dann Rot. Uiuiuiui. Sexy. Natürlich Gelb bei Porsche. Finde ich auch sehr geil bei den Carrera-Modellen. Das Gelb einfach eine Bombe. Dann so ein Silber oder so. Nö. Das sieht eher... ist das dunkelblau oder ist das schwarz? Ich würde sagen, da ist ein Tick Blau mit drin. Ja, so ein Grau, was anderes... Also solche Farbtöne mag ich generell eher nicht so. Wir haben hier wirklich ein dunkelblau.
Gibt es, glaube ich, auch so ähnlich beim Panamera. Nochmal anderes Blau. Auch geil. Die Farbe sieht absolut hässlich aus. Dann ein sehr helles Blau, glaube ich, ähnlich auch zu dem Blau, was es beim GT2 RS gibt. Da gibt es ja auch so eine Blaukombination. Was ähnliches. Verdammt geil. Was ist sowas von? Dann noch ein anderes Rot und... Ach du Scheiße, grün. Hat auch was. Also ich tendiere zwischen dem Rot, das finde ich schon arg geil. Muss ich mal ehrlich sagen. Und gelb. Wollen wir mal gelb nehmen? Gelb ist einfach geil. Ich frage, wie machen wir die Felgen? Aber ja, ich nehme, glaube ich... Ich nehme erstmal dieses Rot. Dann Felgen. Mache ich die einfarbig oder mache ich... Ja, wenn schon, eigentlich denn schon, ne? Ne, das mache ich, glaube ich... Mache ich das überhaupt Carbon, ist die Frage. So, vielleicht poliert, aber... Ich mach's mal auf 50. So. Farbgruppe 2. Boah. Nicht... Na, ich glaube, ich würde die Felgen nicht mit roten Akzenten machen. Das kommt, glaube ich, nicht so geil. Könnte ich ja was... Nicht mal was Mattes vielleicht. Hier kann man ruhig bei dem Ding schwarze Felgen reinhauen. So, hier machst du natürlich... doch ein wenig dunkler. Und die Innenseite. Machen wir mal in dem gleichen Matt, würde ich mal sagen. Warte mal kurz. So. Muss ich kurz ein Fenster wegklicken am PC. Aber erstmal so. Ja, so ein Rot-Orange ist das, glaube ich, ne? Noch eher ein bisschen heller. Oder von der Farbintensität nicht ganz so krass. War schon böse. Der Wagen ist halt auch in Gelb. Finde ich Porsche sehr geil. Auch ein GT3 in Gelb. Boah. Na gut, GT2 nicht auch. Turbo finde ich in Gelb nicht so gut. Also Carrera und Cayman sieht in Gelb geil aus. Ein Boxer. Panamera nicht. Panamera muss dunkel aussehen. Eieieiei. Ich glaube, ich nehme sogar das Gelb. Ich probiere das Gelb zumindest mal aus. Und ich bin echt gespannt, wie der Wagen performen wird. Denn diesen werde ich auch auf eine Strecke schicken. Oder auf Strecken. Die ihr wahrscheinlich sogar gar nicht kennt. Natürlich sind die Felgen. Farbe wieder weg. Aber ich habe die Felgen einfarbig. Nehmen wir mal gelb. Komm. So, Felgen. So, ich habe mal alle Farbgruppen. Und machen wir die... Po. Also Kohlefaser eher nicht so. Chrom, ja, wäre irgendwie geil. Blutkupfer passt hier nicht so zu. Messing leider auch nicht.
natürlich, wenn schon Alufelgen. Schön poliertes Alu, ne? Schön bling bling. Das hätte ich ganz gerne dunkel. Das könnte sogar so reichen. Die sollen ja nicht tief schwarz werden. Na, ein Rennen werde ich vielleicht sogar noch diese Folge fahren. Es wird wohl wieder ein wenig Überlänge geben. Was aber bei diesem Auto durchaus angebracht ist. Dabei macht man gerne mal eine noch größere Ausnahme als sonst. Ich hätte aber ganz, ganz gerne das Getriebe kürzer. Weil wir haben 8 Gänge. Oh, da geht tiefer. Damit geht bestimmt nichts. Nö. 8-Gang PDK ist ziemlich fett. Ich meine, das 8-Gang PDK gab es bisher auch nur im Panamera. Da gibt es auch ein 8-Gang PDK. Macan ist, glaube ich, 7-Gang PDK. Turbo-Modelle und sowas. Alles G3, GT2, 7-Gang. Cayenne hat ein 8-Gang-Getriebe, ist aber, glaube ich, kein PDK. Das ist da noch so zu beachten. Und sonst, was gibt es sonst bei Porsche? Natürlich, hier Boxer Cayman gibt es auch nicht mal 8-Gang, 7-Gang PDK. Die Frage, mache ich das Getriebe halt eher lang oder eher kurz? Ich denke mal, den Topspeed werden wir im 7. Gang ausfahren. Also Topspeed ist echt ordentlich. Eine 327 Klamotten für die Leistung. Nenn das Honda NSX. Nein, nein, alles gut. Der Honda ist ein super Auto. Ich mag den wirklich. Und der Porsche ist hier wahrscheinlich auch ein super Auto. Den mag ich auch sehr. Was ist denn das jetzt hier? Was ist denn das für ein Bug? Warum habe ich jetzt eigentlich nur 7 Gänge? Ich stelle es erstmal kurz ein bisschen ein, aber warum habe ich jetzt nur 7 Gänge? Das war ganz serienmäßig ein 8-Gang-Getriebe. Und auch mit dem Renngetriebe habe ich ja danach trotzdem immer noch 8 Gänge. Ich fahre einfach mal los. Oh, gelb. Gelb sieht geil aus. Wieso habe ich jetzt noch 7 Gänge? Das macht absolut keinen Sinn. Ne, da muss ich noch mal gucken. Jetzt baue ich mal das Renngetriebe wieder aus. Und mal gucken, ob es dann anders ist. Ich hoffe mal, das ist jetzt kein Bug oder so. Das wäre leider schade. So, Renngetriebe machen wir doch mal wieder aus. Und fahren jetzt nur mit Seriengetriebe. Mal gucken, ob ich jetzt wieder 8 Gänge habe. Wenn das eine Bug sein sollte, hoffe ich, dass der auch natürlich auch von der Community schnell gemeldet wird. Weil wenn noch keiner Bugs meldet, dann ist es natürlich schwierig, neue Bugs zu finden. Und natürlich Bugs muss auch nicht jeder haben. Wieso habe ich jetzt noch 7 Gänge? Das ist doch ein wenig strange. Der Wagen hat aber 8 Gänge, das weiß ich. 8 Gang PDK.
Und der hat mir nach vorn 8 angezeigt. Dass der Wagen Serie war. Was habe ich denn jetzt falsch gemacht? Habe ich denn irgendwas eingebaut, wodurch der Wagen jetzt irgendwie ein anderes Getriebe bekommen hat? Wo kann das denn liegen? Eine Kupplung vielleicht? Das macht einfach eigentlich keinen Sinn. Hm. Dem würde ich auf den Grund gehen. Ich würde schon gerne meine 8 Gänge behalten. 7 Gänge ist geil, aber 8 finde ich halt... 7 Gänge. Warte mal. Das war jetzt zu weit. Ich mach nochmal... Alles auf Anfang. Alles auf Serie. So. Hä? Bin ich denn dumm? Okay. Das ist ziemlich strange. Wir müssen ja wohl nur mit 7 Gängen klarkommen. Erstmal. Ja, mach den Wagen schnell wieder auf. Ne, wisst ihr was? Den Wagen baue ich jetzt auf und dann starten wir in die nächste Folge. Ne? Mit dem normalen Tuning. Wahrscheinlich auch nur mit 7 Gängen. Aber naja, mal gucken. Dann vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder, wenn wir auch dieses Brettexemplar ein wenig fahren werden. Und ich denke auch ziemlich ausgiebig fahren werden. Auf ziemlich genialen Strecken. Also bis dann, vielleicht morgen 18 Uhr und tschüss.